Hallo Leute, willkommen zurück zum Pokémon Xenoverse. Im letzten Part haben wir das Spiel angefangen. Und ich bin begleitet immer von meiner wunderschönen Co-Moderatorin Ryla. Hallo. Ryla und ich haben jetzt noch vor, ein bisschen durch Xenoverse zu laufen. Zumindest jetzt auch für den Rest des Streams. Und jetzt für den nächsten Tag schon, also ich werde jetzt eventuell gleich danach nochmal eine Runde Fire Ash spielen. Je nachdem, wie viel Luft ich gleich noch habe. So, und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal zum Kampf mit unserer Mutti. Hier, die wir eventuell auch einen kleinen Typen-Nachteil haben. Weil ihr Pummeluff, ich glaube, sie hat schon Pummeluff, ist vom Typ Sound. Wo denkst du, dass du hingehst? Guck dir vor allem den Gesichtsausdruck deiner Mutter, an. Ich glaube, die ist nicht gut oder so. Ich sag nur Naruto, wenn er in Bijou-Modus geht. Ich würde lieber mit dem kuscheln, als ihr zu nahe zu kommen. Was mich übrigens auf den Gedanken bringt, dass ich letztens erst auf eine sehr interessante Pokémon-Fanfiction gestoßen bin. Und zwar eine zweite Chance heißt die Fanfiction, ne? Aber die Fanfiction heißt eine zweite Chance und spielt so in einer Zeitlinie, wo Naruto in die Vergangenheit reist, aus Versehen. Ja. Ja, Gott, ich muss irgendwie gerade mal kurz. Ich bin sofort wieder da. Okay, Test. Hallo? Ja. Okay, jetzt ist es besser. Ja. Wie gesagt, also in der Fanfiction geht halt Naruto eben so gesehen in die Vergangenheit geschickt durch Madara, ne? Ja. Und Kurama täuscht so gesehen bei ihm ein Gedächtnisverlust vor, ne? Ja. Und er wird halt dem Team seines Vaters zugewiesen. Das spielt nach der Zeit, wo Obito halt starb, ne? Und vor der Zeit, wo Rin starb. Oh. Also es ist irgendwie noch 10 Monate vor seiner eigentlichen Geburt. Ja. Und Naruto kann in diesem der Fanfiction nicht nur das Windversteck verwenden, ne? Ja. Sondern auch Wasser, Feuer und Lichtversteck. Okay. Und tatsächlich lernt er von Rin noch etwas. Also die Fanfiction ist echt geil, muss man auf Wattpad gucken. Ich kann dir noch mal gerade den Namen der Story sagen, ne? Ja. Also es gibt nur eine einzige Erinnerung an dein vergangenes Leben, muss man sagen, in der Fanfiction, ne? Und das ist, wie er zusehen muss, wie Sakura trauert, weil Ino im Krieg gestorben ist. Und das ist die einzige Erinnerung, die es gibt. Ja, Naruto, eine zweite Chance von dein Follower. Einfach mal gucken. Okay, zurück zum Let's Play. I know you miss your dad. Don't you think I feel the same for you? It's not easy to raise a child on your own. Halt die Klappe. You really think a newbie like you could do more than two adults? Wenn man bedenkt, dass der eine von den beiden Erwachsenen, die nach seinem Vater suchen, ein Mitglied der Top 4 ist, hat sie irgendwie schon einen Punkt, ne? Ja.
Beweise mir deinen Wert, indem du gegen mich kämpfst. Nee, du bist meine Mutter. Du hast dich 16 Jahre meines Lebens eingesperrt. Wieso muss ich dir jetzt irgendwas beweisen? Ich muss es nicht verstehen, oder? Was soll das von Mom Clover? Mit Pummeluff. Pummeluff. Okay, Absorber macht eine Menge Schaden. Okay, das war ein sehr einfacher Kampf, muss ich sagen. Also es ist übrigens auch der einzige Kampf, den man gegen seine Mutter hat. Okay. Zumindest mal ist es da. Nein. Mach ich was vor. Ich kann nicht mal I cannot even change my son's mind. How am I supposed to find a missing man? Fuck, I've seen the determination in your eyes. Is this what you really desire the most in this world? Mm-hmm. Maybe Nana Flora is right. I shouldn't clip my child's wings. Ah, danke. Also die erste Arena ist sowieso lustig. Wir bekommen jetzt unser Geburtstagsgeschenk. Super Mutter. Wie gesagt, Award für die beste Mutter der Welt gibt definitiv an Clover. So. Okay, warum blendet das gerade nach oben so komisch? Jetzt haben wir die Tutorial-Szenen sozusagen übersprungen und jetzt kann es losgehen, ne? Moin, mein lieber zweiter Zuschauer! Wer guckt da rein? Wer guckt da rein? Wenn ich es nicht besser wissen würde, würde ich sagen, es ist der Tobi. So, würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Das ist übrigens Sparkle, ein Elektro-Pokémon, wie du wahrscheinlich schon vermutet hast. Oder, Laura? Ja. Ah ja, wir haben unsere erste Feenattacke bekommen. Ich werde Sparkle dieses Mal übrigens nicht fangen. Weil ich habe andere Pläne für dieses Let's Play. So. Warum habe ich gerade einen Pflanzenattack gegen einen Flug-Pokémon benutzt? Hilfe! Ich bin blöd.
Ich habe einen neuen Follower auf Bandpad. Ach, so ein komisches VW kenne ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ist so, glaube ich, meine persönliche Starterin. Bei der ich übrigens immer noch drauf warten, dass du das Roleplay fortsetzt. Ja. Wollte ich nur anmerken. Warum jetzt eigentlich. Warum eigentlich jetzt Baumi 3008? Weil vor ein paar Tagen, weiß ich, war es auf Twitch auf jeden Fall noch Myla 14. Ach ja, ich hab meinen Namen geändert. Warum auch immer. Ja, du bist auch ein Dimmer, du bist auch ein Bob. Ich hab nur dein erster Minecraft-Skin. Ja. Ich weiß nicht, übrigens nicht, ob auf deinem eigenen Laptop die beiden Spiele laufen würden. Perfekt. Ich glaube schon mit dem ersten Minecraft-Spiel habe ich das nur. Ist wahrscheinlich sinnvoller. Ja. Backpacker Luke. Ich meine, das Geld hast du theoretisch für einen neuen Laptop. Ja. Du müsstest ihn dir nur holen können, wenn du nicht so voll wärst. Nee. Gibt's auch schon das? Der einzige Grund, warum du dir auch kein Geld hast, ist, weil du einfach zu voll bist. Ja. Ich kenne dich mittlerweile lang genug. Wir kennen sie jetzt echt schon fast anderthalb Jahre, ne? Ja. Wo ist die Zeit geblieben? So, also dieser Backpacker ist jetzt nicht so die Herausforderung mit seinem Zigzag und seinem Beelizer. Wobei Beelizer das legendäre Gott-Pokémon aus Pokémon Rusty ist. Mhm. Eines der bescheuertsten Fanstories, die ich je gesehen habe. Mhm. Bescheuerter als du. Du weißt, wie ich das meine, ne? Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist oder nicht. Es sollte ein beleidigendes Kompliment sein. Okay. Und eine komplementare Beleidigung kannst du aussuchen. Also eigentlich sollte es ein Kompliment sein. So. Okay, dieser Backpack hat immer schon drei Pokémon. Ich finde es interessant, die Grafik ist theoretisch von 50er Generation, sag ich mal, Basis, ne? Ja. Aber die Trainer-Sprites sind doch so eine Mond. Teilweise. Also dieses Video-Team hat sich da echt viel Mühe gegeben. Erstmal Respekt daran, der Stelle. Jemi, ein neues Pokémon. Und ich weiß, das Ding sieht aus wie ein Pikachu-Verarsche wieder. Das ist mir auch klar, das habe ich auch schon entdeckt. Pikachu ist aber trotzdem süßer. Ich glaube, da müssen wir uns gar nicht erst mal drum streiten, oder? Ja. So, Zickzacks, Absorber würde ich sagen, reicht aus. Ich dachte ja. So, aber der Trainer hier ist echt keine Herausforderung, würde ich sagen.
Ja, mal schauen, wie lange ich jetzt gleich noch in Ruhe mache. Part ist ja auch gleich schon vorbei, also es bleibt bei diesen zwei Parts jetzt erstmal für heute. Ich glaube, wir gehen übrigens gerade drauf. Haben wir gerade ernsthaft eine Geduld überlebt mit 3 KP? Das war wirklich ein super Kampf. Alter, war das war ein knapper Kampf. Ja gut, ich würde sagen, wir gehen gerade noch in die nächste Stadt. Und dann sind wir eigentlich auch schon an unserem Ziel vorher angekommen. Oh, sind wir noch nicht. Dieser Weg geht doch ein bisschen länger, als ich dachte. Aber sagen, das macht das Ganze wenigstens nicht langweilig, oder? Ja. So. Also, ich fasse mal kurz, dieser Baumstumpf, da hat ja so ein kleines Loch da drin, ne? Da sind Pokémon-Nester, das heißt, du kannst eins deiner Pokémon da reinschicken, ne? Ja. Es kann das Nest erkunden, zum Beispiel Scheidion, ne? Du steuerst das Pokémon selbst, du darfst dich aber nicht von anderen Pokémon erwischen lassen. Du bekommst halt so kleine Belohnung wie ein Sonderbonbon oder so. Jetzt wurden wir erwischt und fliegen raus. So einfach ist das Prinzip von diesen Pokémon-Nestern. Ist doch relativ simpel, würde ich sagen, oder? Und das gibt's halt an den verschiedensten Orten. Manche beherbergen ein Item, manche bringen ein seltenes Pokémon hervor. So unterschiedlich. Aber dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Ich muss sagen, je öfter ich dieses Spiel spiele oder je länger ich dieses Spiel spiele, muss ich sagen, ich habe immer mehr Respekt vor der Arbeit, die hinter diesem Spiel steckt. Ja. Ein Gefühl steckt dir mehr Arbeit hinter als hinter den Hauptspielen der Pokémon-Reihe. Ja. So. So, dann wollen wir mal gucken, das Abra ist jetzt eigentlich auch keine Herausforderung. Und ich werde jedes Mal gefragt von neuen Leuten, die Pokémon zum ersten Mal spielen und von denen, und denen ich von Abra erzähle, ne? Von Abra, Kadabra und Sinter. Die erste Frage, die ich meistens höre nach Sinter, und wo es ging. Bim. Wegen Abra, Kadabra, Sinter, Bim. Macht die auch Sinn? Das trägt einen irgendwann auf. So, wir überziehen den Part jetzt minimal, weil ich werde jetzt noch in der nächsten Stadt ankommen. Dann mache ich, glaube ich, ich habe mich jetzt entschieden, werde dann diesen Stream für heute auch beenden, weil wir streamen jetzt schon wieder eine Stunde lang. Und wann reicht's auch, oder? So.
Das heißt, wir haben jetzt noch diesen einen Trainer da unten und dann sind wir eigentlich durch. Okay, Jemen sieht nach den meisten Pokémon aus, muss man eben lassen, ne? Ja. Ich würde tatsächlich sagen, Jemen nehmen wir erstmal ins Team auf. Nicht, weil es. Wobei, Jemen kann auch reinhauen. Also, ich habe es bei Tobi bemerkt, glaube ich, war das. Tobi, du hattest es so benutzt in deinem Team. Und du warst mit ihm zufrieden, das weiß ich ja noch. Ja. Fang das mal. Also ich hätte dieses Spiel jetzt heute nicht angefangen, hättest du nicht gesagt, du findest einen Drachen-Evoli geil. Alles meine Schuld. Das kann auch lustig werden. Und wir haben unser erstes Pokémon gefangen. Türchen Nummer 2 nach Steiger, aber gut. Man merkt aber auch, selbst bei mir hängt das und ich habe eigentlich einen relativ guten Laptop. Nee. Jemen, das Trainee-Pokémon, Typ Normalkampf. Es sind stets ein intensives Meditationstraining. Als Ergebnis davon ist es stets super fokussiert und bekämpfen. Und ich werde es jetzt, ich weiß nicht, Chichi nennen, wegen Kämpfen und weiblich. Chichi. An Dragon Ball. Du wirst halt direkt gefragt, würdest du es ins Team aufnehmen oder würdest du es auf den PC schicken? Also ich finde die Mechanik ist sehr gut gemacht. Lady war, keiner will dich. Und wir, Laura, du sagst jetzt, du willst einen Ladybar haben. Na komm, Ladybar ist doch ein gutes Video geworden, Mann. Willst du mich jetzt gerade verarschen? Ladybar ist ungefähr so nützlich wie ein Sakura. In Naruto Classics. Lady Bar hat einen Crush auf Sephiroth? Oder ist das irgend so ein Emo-Typ? Das ist ungefähr genauso nützlich wie ein Sakura. In Classics, wohlgemerkt. Nicht in Shippuden. Was mich übrigens wieder zum Roleplay bringt, was du eigentlich mal auch langsam fortsetzen könntest. Darum merkt man schon, dass das ein Roleplay ist, so wie... Ist nichts Neues für mich. Außerdem, du bist es gewohnt. Ich wollte es gerade sagen. Vor allem, wenn wir beide dann zusammen Roleplay machen. Ja. Das geht nicht gut. Kein Kommentar zu dem Moment an. Nee, besser nicht. Ich meine, ich habe insgesamt gerade 3 Roleplays am Laufen. Ja. Ein Fantasy Roleplay, ein Pokémon Roleplay, ein Naruto Roleplay. Also wollte ich nur mal anmerken. Ne? So, Jemen wird, glaube ich, nach dem Absorber draufgehen. Der Part geht ja schon wieder 25 Minuten lang. Der Part geht doch länger, als ich dachte. So. Scheigerl erreicht Level 8.
Und Chi-Chi erreicht Level 4. Sehr gut. Hey, du solltest aber Hindernisse kämpfen, über Hindernisse springen, nicht sie runter mitreißen. Ja, im Hindernisparcours war ich noch nie gut. Hadwurf City. Was ist das für ein Zungenbrecher-Name? Hadwurf. Können wir mal kurz anmerken, wie geil das Pokémon Center aussieht? Ich muss sagen, es ist echt schön gemacht, oder? Ja. Und die Schwester Joy sieht auch gar nicht so schlecht aus. Hm. Neues Flirt-Möglichkeit für Rocco. Ich hoffe eigentlich nur, dass Rocco irgendwann den Pokémon-Reisen auch wieder zurückkehrt. Ja Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Part sehen wir uns dann wieder zu Let's Play Pokémon Xenoverse. Und an diejenigen im Stream, die zuschauen, ich werde den Stream jetzt auch beenden. Weil ich habe jetzt einfach erstmal genug von Pokémon für heute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Laura, sagst du auch noch Tschüss? Ciao.